Jetzt geht es endlich um den CE-Führerschein. Das heißt LKW mit Anhänger, schwere Lastzüge und Sattelkraftmaschinen. So steht's hier alles nach dem Intro. Los geht's! Herzlich willkommen nach dem Intro. Jetzt direkt steigen wir bei CE ein. Ich finde CE sehr simpel. Allein die Erklärung feiere ich schon hart. Ich muss sagen, ich habe extrem Heuschnupfen heute. Allergisch gegen Gräser, hat nichts mit dem Anhänger zu tun, aber ich wollte es mal sagen. Ne? Nur damit ihr das wisst, da hilft auch nichts geben. Ich habe gelesen bei Facebook, dass Gin gegen Heuschnupfen hilft. Ja, da muss ich jetzt den ganzen Tag trinken, tut mir leid. Nein, mache ich natürlich nicht. Fahrzeugkombination, also was ist CE? Für alle, die das Video das erste Mal sehen und noch nie vorher ein Schritt-für-Schritt-Video gesehen haben, ich lese das immer ab, ne, weil ihr hatet mich dann hier unten drunter. Kannst du das nicht auswendig? Ja, kann ich schon, aber ich gebe dann immer so Sätze, die ich selber zusammengebaut habe, wieder. Und das will ich gar nicht. Ich will euch ja sagen, was im Gesetz drin steht. Ja, deshalb lese ich viele Sachen ab, und um keine Fehler zu machen. Ne? Ihr könnt mich haten, weil ich lese, aber ihr sollt mich auf keinen Fall haten, weil ich Scheiße erzähle. Ne? Das ist mir ganz wichtig. Also CE, Fahrzeugkombination, die aus einem Zugfahrzeug der Klasse C, haben wir ein Video zu, und einem Anhänger oder einem Sattelanhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 Kilogramm besteht. Das ergibt auch Sinn, weil bei C ist ja schon ein 750 Kilo Anhänger dabei. Ja, ganz wichtig. Was jetzt hier besonders ist, grundsätzlich muss ich C natürlich haben, hat schon mal erzählt, also man kann ja nicht den Anhänger alleine ziehen. Eine Befristung von 5 Jahren haben wir, Mindestalter 21 Jahre, und dann gelten die gleichen Ausnahmeregelungen für Berufskraftfahrer ab 18 wie bei C. Kannst du mal nachgucken. Man braucht eine ärztliche Untersuchung und auch ein augenärztliches Gutachten. Ja, kriegt man beim Augenarzt, sage ich auch immer dazu. Befristung der Führerscheinkarte ist 15 Jahre, Befristung des Führerscheins ist 5 Jahre. Danach musst du nochmal eine ärztliche Untersuchung machen. Ne? Einschluss der Klassen C1E, BE und T sowie DE, sofort D, sofern D vorhanden ist. Also nochmal, wir kriegen dazu C1E, BE, T, sowohl DE, sofern D vorhanden ist. Alter, das sind mal ein paar Geschenke. Ne? Fast alles bis auf Motorrad, ne? Kriegt man dazu, und das ist auch richtig geil. Jetzt kommen wir zur theoretischen Mindestausbildung. Das ist auch ganz wichtig zu sagen. Bei Erweiterung Grundstoff 6 Theorieunterrichte, klassenspezifischer Zusatzstoff bei Vorbesitzer Klasse C4. Ja, bei gemeinsamen Erwerb C und CE 6 mal Grundstoff, 10 mal klassenspezifisch für C und 4 mal für die Klasse CE. Also wenn du C und CE gemeinsam machst, ne, bei gemeinsamen Erwerb BC und CE, Leute, das ist schon krass, ne? Dann darfst du beim Grundstoff, wenn du schon vorher AM oder sowas hattest, nur 6 haben. Dann musst du nur 6 haben, und 12, wenn du nichts vorher hattest. Zweimal Zusatzstoff für die Klasse B, 10-mal für die Klasse C, 4-mal für die Klasse CE. Boah, das ist ein Haufen Unterricht, und ja, ich habe da komplett dran teilgenommen und ihn schon mehrmals gehalten. Ja, ich habe schon sehr lange Unterricht gehalten in meinem Leben, ne? Spaß macht es mir trotzdem noch. Ja, praktisch. Bei Erweiterung von C auf CE 5, 2, 3, das heißt 5 Überland, 2 Autobahnen, 3 Nachtfahrten. So viel dazu. Ja, und jetzt gibt es natürlich ganz viele, die C und CE zusammen machen, weil ich dir auch raten würde. Ja, dann musst du Überland, Solo, also C, 3 Fahrstunden machen und 5 mit Anhänger. Autobahnen musst du eine Solo machen, 2 mit Anhänger. Also insgesamt 3. Nachtfahrt 0 Solo, 3 als Zug. Super cool, machst du auch genauso. Theorieprüfung machst du. Ich mache jetzt mal nur, hier gibt es wieder die Ausnahme, wenn du B hast, wenn du C hast und bla und blub, dann dauert das Video wieder 17 Minuten und keiner hört mir zu. Die Fragen bei der Theorieprüfung für CE sind 10 Grundstoff, 20 Zusatzstoff, also 30 Fragen und maximal 10 Fehlerpunkte. Ausnahme ist
Ausnahmen ist natürlich immer 2 mal 5. Das darf nicht sein. Das ist ganz wichtig. Jetzt kommen wir zur Prüfungsdauer. 75 Minuten, davon 45 Minuten reine Grund, reine Zeit. Jetzt bin ich schon einen Schritt weiter. 45 Minuten reine Fahrzeit. Das wollte ich sagen. Und dazu gehört keine Abfahrkontrolle mehr, aber dafür trennen, verbinden, das Fahren und die Grundaufgaben. Ganz wichtig, trennen, verbinden. Ne? Das gehört dazu. Und dann dürfte diese Kombination fahren. Ich persönlich, wenn ich CE machen würde, oh, ich habe gegen die Kamera getreten, wenn ich CE machen würde, würde ich auch direkt CE dazu machen. Ist gar nicht mal so teuer. Ne? Natürlich ist es Geld und alles und ich will auch eure Fahrschulen da nicht bemuttern. Grundsätzlich ist das natürlich schon eine teure Angelegenheit, aber im Gegensatz zu einem B-Führerschein ist es gar kein so großer Unterschied. Weil das Teure, das dazu kommt, ist meistens die beschleunigte Grundqualifikation. Das ist das, damit ihr beruflich damit nachher fahren dürft. Das hat nichts mit den Modulen zu tun. Da kommen wir auch noch in einem anderen Video zu. Jetzt habe ich mich ganz schön oft verhaspelt. Ich hoffe, das wird im nächsten Video besser. Ja, ich freue mich drauf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Heute mal keine Frage dazu. Super geil. Bis dann. Ciao.